Ihr habt jetzt Bock auf so einen geilen Tafelspitz aus dem Dutch Oven mit Meerrettich-Topping. Und als Zusatz gibt es noch eine richtig geile Suppe, die ihr einfrieren könnt. Dann würde ich sagen, dranbleiben. Heute machen wir einen Tafelspitz mit Meerrettichsoße, aber das war noch nicht alles, weil wir machen zwei Gerichte. Warum zwei Gerichte? Wenn der Tafelspitz schön in unserem Sud ziehen darf, und das, wo ich euch nachher schnell zeige, dann haben wir noch eine richtig geile Suppe zum Einfrieren. Wir machen es immer so und ihr macht es uns immer nach. Was wir aber dafür brauchen? Wir brauchen einen Dutch Oven, Größe eurer Wahl, könnt ihr euch raussuchen, wie viel Suppe ihr am Schluss haben wollt. Nimmt dann größer, macht mehr Suppe, aber passt auf, nimmt dann auch mehr Fleisch. Weil Fleisch braucht man immer. Dann haben wir ein richtig schönes Stück Tafelspitz. Wir haben hier ca. 1,5 Kilo. Mehr sind es nicht. Dann haben wir Salz, Pfeffer, was wir brauchen. Ein bisschen Sellerie. 4 Karotten, grob geschnitten. Eine Zwiebel, Maggikraut, ein bisschen was. Ein bisschen Petersilie, ein bisschen Lauch. Dann haben wir einmal Schnattern, Frühlingszwiebeln oder keine Ahnung, wie die sonst schon mal bei euch heißen. Aber wir sagen meistens immer Schnattern. Dann haben wir noch richtig schöne Knochen mit ein bisschen Fleisch dran. Die gibt es beim Metzger. Nennt man einfach Suppenknochen. Könnt ihr kaufen. Und Sonnenblumenöl. Das war jetzt erstmal für unser Grundgerüst alles. Und dann brauchen wir für unser Meerrettich. Man könnte jetzt sagen, macht Meerrettich frisch. Kauft euch einen frischen Meerrettich. Aber die meisten da draußen haben das so wie ich oder wir auf die Schnelle. Einfach eine Tafel Meerrettich, ein bisschen Schlagsahne dazu. Das wird ein bisschen erhitzt. Aber das seht ihr nachher. Jetzt fangen wir an mit unserem Fleisch zum Würzen. Und scharf anzubraten. Jetzt haben wir unser Salz. Jetzt wird es einfach schön großzügig gesalzen. Da könnt ihr ruhig was drauf tun. Das ist ein großes Stück. Das machen wir von allen Seiten. Vorne, hinten. Fett bitte nicht abschneiden. Das brauchen wir. Weil Fett ist Geschmacksträger und das brauchen wir unbedingt in der Suppe drin. So, jetzt haben wir Salz auf Seite. Jetzt kommt unser Pfeffer. Das lassen wir jetzt 5 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit packen wir unseren Dutch Oven auf die Kohlen. Der Dutch Oven hat jetzt richtig Hitze und jetzt kommt unser Fleisch mit rein und wird ganz kurz angebraten. Das machen wir jetzt von jeder Seite so circa 2 Minuten, also lasst nicht zu viel und dann geht's weiter. Das reicht schon, jetzt drehen wir es mal um. Oh, gar nicht so leicht da reinzukommen. Jetzt darf das Fleisch noch auf der Fleischseite quasi hinbrutzeln und jetzt kommt schnell unsere Zwiebel. Das ist das Einzige, was wir noch schneiden müssen. Jetzt haben wir die Zwiebel geschnitten. Hier haben wir unser ganzes Gemüse jetzt. Unsere Zwiebel haben wir ein Viertel geschnitten. Der Rest alles ziemlich grob, macht es nicht so fein. Die Schnattern sind fast so fein, weil die verkochen schon. Macht sie wirklich grob. Unser Fleisch brutzelt noch auf einer Seite. Aber jetzt kommt unser Gemüse mit rein und darf nur ganz kurz mit andünsten. Und alles rein. Natürlich, unser Suppenfleisch darf auch gleich mit dazu. Das reicht da schon. Und jetzt kommt uns einfach unser Wasser dazu. Hier habe ich erstmal 1,5 Liter. Und hier ist nochmal 1 Liter. Da hätten wir jetzt 2,5 Liter. Mal gucken. Jetzt haben wir alles drin. Man kann sich merken, eigentlich im 9er Dutch Oven vom Barbecue Toro mit Fleisch, mit Gemüse passt ca. 2,5 Liter Wasser rein. Das heißt, wir haben am Schluss 2,5 Liter Suppe. Ein bisschen weniger natürlich, das verkocht, kommt jetzt der Deckel drauf. Dann verteilen wir die Kohlen. Jetzt darf es noch so richtig schön vor sich hin blubbern. Und jetzt kommt die Krux, weil das dauert wirklich 4 bis 5 Stunden. Also wir lassen die Suppe wirklich ziehen ohne Ende. Und das geile Resultat draus ist natürlich dann mit richtig Meerrettich verfeinert. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Also Meerrettich machen wir so circa 1/2 Stunde vorher. Das reicht uns dicke. Aber jetzt Deckel drauf, Kohlen verteilen und dann heißt's warten!
4 Stunden sind jetzt rum. Kamera muss ich jetzt erstmal einstellen auf mein schönes Gesicht. Ich muss Kohle nachlegen, aber jetzt ist die Kohle komplett durch, weil das war die billige Kohle vom Aldi. Aber die hält 2,5 Stunden nochmal nachgelegt und alles ist cool. Ich würde jetzt aber sagen, wir gucken jetzt rein und stechen mal das Fleisch an, ob das schon durch ist. Man kann das nie genau sagen, wie lange es dauert. Zwischen 4, 5, kann auch 6 Stunden dauern. Es kommt immer darauf an, wie alt das Fleisch ist. Also ist wirklich so, ist zäh, braucht es länger und ist nicht zäh, können wir es raustun. Also, aufmachen, reinkommen. Und jetzt Deckelheber, wie es so will, finde ich gerade so meinen Deckelheber nicht. Keine Ahnung, jetzt nehme ich halt den geilen, ich glaube, das ist ein Schmiedehammer oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein komisches Teil, aber ist egal, irgendwie kriegt man schon auf. Aber jetzt muss ich Handschuhe anziehen, weil das ist eine wackelige Geschichte. Guck, er hält, pupp, kann man super aufheben. Deckelhalter, was ist das? Aber ich würde sagen, aufmachen, reinkommen. Das ist jetzt alles Fett. Aber Fett ist Geschmacksträger, das schöpfen natürlich später ab, aber ich zähle jetzt nachher noch was. Ich mache jetzt nochmal den Deckel drauf, bevor ich es anschneide, weil das ist auf jeden Fall gut, habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt sexy Schuh, muss ich nur dazu sagen, geil, oder? Typisch deutsch, fehlen deine Socken. Da fehlen nur Socken, dann wäre es perfekt. Aber ich habe jetzt einen Topf mit Sahne, Meerrettich und da gehen wir an Gasgrill an Seitenkocher und da wird unsere Meerrettichsoße vorbereitet. Jetzt nochmal Deckel drauf und schön vor sich hinziehen lassen und wir gehen an Gasgrill. Okay, hier haben wir unseren Seitenkocher vom Grill. Der wird nicht so oft benutzt, darum seht ihr es jetzt ja. Hier haben wir einen Topf einfach drauf. Dann lassen wir ihn ganz kurz aufheizen, aber nicht lang. Jetzt kommt unser kompletter Meerrettich rein. Also das ganze Glas. Wenn es raus will, ne? Darum habe ich einen kleinen Löffel. So. Jetzt kommt noch unsere Sahne dazu. Und da packt er, schüttet er jetzt nicht komplett gleich rein, sondern peu à peu, weil wir wollen jetzt ja ein bisschen so eine sämige Konsistenz kriegen. Das muss jetzt so leicht aufkochen, das darf jetzt nicht heiß werden oder halt soll jetzt nicht komplett kochen, das reicht, wenn das so aufkocht. Nein, machen einen Schluck drauf. Also jetzt haben wir circa der halbe Becher drin. Ah, jetzt reicht's. Also man merkt es jetzt schon, jetzt wird es schon richtig so flüssig. Jetzt lassen wir es noch aufkochen kurz. Jetzt haben wir unsere Soße soweit fertig, die ist jetzt schön warm. Jetzt machen wir den Seitenkocher auf ganz kleine Flamme, aber passen wir auf, dass es uns nicht blubbern anfängt, sonst ziehen wir es auf Seite, weil das darf jetzt nicht extrem kochen, weil sonst kocht es uns an. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt in den Dutch Oven und schneiden unser Fleisch an. Okay, hier ist unser Dutch Oven. Jetzt machen wir ihn mal auf. Nehmt lieber einen Deckelheber, habt ihr mehr von. Und jetzt schaut euch das an. Es sieht, ich weiß, mega komisch aus. Jeder würde jetzt sagen, boah, für Teufel, so viel. Voll Teufel, so viel Fett, aber nein, das Fett wird alles abgeschöpft, also komplett. Da bleibt nichts mehr drauf, aber das machen wir jetzt nicht heute, sondern das machen wir morgen. Das lassen wir komplett abkühlen, das Teil, schöpfen dann das Fett ab und dann können wir es noch abschmecken, wie ihr es wollt. Dann habt ihr eine richtig geile Suppe, mit der könnt ihr richtig, ist mega einfach cool, nehmen wir ganz oft, wenn man krank ist oder was weiß ich, hat man sie ja immer im Frosch da, einfach perfekt. Kein Hexenwerk. Und wenn man ihn Tafelspitz macht, schaut euch mal das an. Der fällt uns schier auseinander. Den tun wir jetzt auf jeden Fall mal raus, legen nebenhin, weil der wird jetzt gleich angeschnitten. Und hier haben wir unser richtig schönes Stück Tafelspitz. Der ist natürlich mega fett. Das könnt ihr jetzt runterschneiden, wer es nicht mag. Aber ich lasse es drauf, weil wir mögen es. Und wir schneiden es jetzt einfach auf. Und dann schauen wir mal. Ha, haha. Guckt mal, wie das Messer durchgeht. Schaut euch das an. Sieht man das? Schaut euch das an. Jetzt guckt einfach mal an. Au, ah, ja. Ist natürlich einfach, wie gesagt. Au. Oh. Aber egal, ich kann es nicht verrupfen, weil es zu heiß ist. Messer, zack, immer kurz durch. Schaut euch das an. Pupp, fertig. Geiles Resultat. 4 Stunden oder 4,5 Stunden. Richtig geile Tafelspitz. Ich würde jetzt sagen, da kommt jetzt noch ein richtig geilen Schuss Meerrettich drauf, wird nur ein Bild gemacht und dann komme ich vor die Kamera und dann wird probiert. Ey, ich freue mich, ich weiß ja, wie es schmeckt, weil Oma macht es öfters. Von daher freue ich mich. Der Meerrettich haut so richtig schön in das Nasenloch rein. Ich denke, das kennt jeder. Das ist so eine Schärfe, wo richtig so reinballert. Ihr macht es nach. Ihr macht es auf jeden Fall genau so nach. Genauso mit der Soße. Falls ihr das nicht mögt,
Suppen oder sonst irgendwas. Dann friert es einen für eine Soße. Das geht genauso. Püriert es dann durch. Macht eine richtig geile Soße draus. Wir werden ein Video machen draus, wie man eine Soße macht. Weil viele haben da ein Problem mit. Aber wirklich, wir sind keine Profis. Wir machen das als hobbymäßig. Aber Soßen kriegen wir auch hin. Und man kriegt es immer so hin, dass es für einen selber schmeckt. Es ist mega einfach. Mega cool. Ihr kauft ein Stück Tafelspitz, rüstet den kurz an oder bratet den kurz an. Alles rein, Wasser drauf und circa 4-4,5 Stunden. Guckt ihr einfach mit dem Messer reinstechen und ihr merkt es schon, wenn das Messer richtig reingeht, raus mit. Und ihr habt ein richtig geiles Ergebnis. Wir haben jetzt den Dutch Oven auf Zeit gestellt, den lassen wir jetzt auskühlen. Das machen wir nicht heute, sondern im Kühlschrank auskühlen lassen und schöpfen dann das komplette Fett runter. Das machen wir halt so lange, bis die gewünschte Menge für uns drin ist. Und frieren das dann portionsweise einfach ein im Froster. Das ist für uns unsere Suppe, die nehmen wir oft. Die machen wir dann gefroren einfach in den Topf rein, lassen die erhitzen und vielleicht mit Gemüsebrühe oder so nur nachwürzen. Also für manchmal, ich weiß, manchmal ein bisschen mehr Bums drin, dann einfach ein bisschen nachwürzen. Aber das war's. Ihr habt einen richtig, richtig geilen Grundstock für eine Suppe und einen richtig geilen Tafelspitz. Aber ich würde jetzt sagen, wir sehen uns wieder am Sonntag. Drum würde ich sagen, Peace and ciao.